Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Videochannel Borgiflieger. In dem heutigen Video geht es mal darum, euch zu zeigen, wie man einen Hubschrauber, den man programmiert hat, überprüft auf Sinnigkeit. Das heißt, ihr habt euer Fly-By-List-System, in diesem Fall ist es ein Microbeast, es könnte aber genauso gut ein V-Stabi, ein Spirit sein, Bavarian Damon Tool, was auch immer. Die unterliegen alle einer Gesetzesmäßigkeit, die nennt sich Physik. Und ich möchte euch mal zeigen, wo ihr drauf zu achten habt, wenn ihr meint, ihr habt euer Fly-By-List-System korrekt programmiert, wo ihr drauf achten müsst, letztendlich, ob alles seine Richtigkeit hat. Ihr könnt das Manual, die Anleitung x-mal durchgehen, ihr glaubt, ihr habt alles richtig gemacht. Überprüft bitte euren Hubschrauber auf Sinnigkeit. Und wo ihr darauf zu achten habt, das möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Ich habe meinen Saab Gablin 570 dafür herangezogen. Der ist noch nicht perfekt eingestellt. Er schwebt gut auf einem Fleck, Heck und so weiter. Funktioniert alles ganz gut. Er pendelt noch ein bisschen im Heck. Das muss ich noch herauskriegen. Das muss ich noch ein bisschen einstellen. Aber im Grunde genommen funktioniert er soweit sehr gut. Und daher möchte ich diesen hier verwenden, weil der ein bisschen größer ist wie mein T-Rex 450. Da müsst ihr zu sehr hereinzoomen. Hier kann man mehr erkennen. Also nehmen wir den Saab Gablin 570. Auf geht's! So, liebe Erzählfreunde, was ihr hier seht, ist mein Hubschrauber. Den habe ich jetzt unter Strom gesetzt. Das heißt, das Ganze befindet sich mit einem 2S Lipo jetzt in sozusagen in diesem Stromstütz. Akkumodus. Das heißt, meine Servomotoren sind mit Strom versorgt, mein Fly-By-List-System und mein Empfänger auch. Das heißt, mein ganzes System arbeitet, aber das war es dann auch schon. Der Motor funktioniert in diesem Fall nicht, weil, wie gesagt, nur diese Motoren und diese Elektronik hier oben mit Strom versorgt werden. Dafür müsste der Hauptakku dran sein. Diese Geschichte, na hör mal auf zu knurren, diese Geschichte mit dem Hauptakku und dem Stützakku dient ja dazu, fällt der Hauptakku aus, sorgt der Stützakku dafür, dass ich meinen Hubschrauber noch sicher kontrolliert per Autorotation zurück auf die Erde bringen kann, um den Hubschrauber zu retten. Darum geht es jetzt aber nicht. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie die Taumelscheibe reagieren muss, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Also, die erste Sache ist die, ihr nehmt eure Steuerung in der Hand. Und ich muss mal gucken, wo ist die Kamera? Bei mir ist es der Mode 2, das heißt, links ist der Pitch und rechts ist Nick und Rollachse. Um dann zu überprüfen, ob euer Hubschrauber grundsätzlich im Fly-By-List-System richtig eingestellt wurde, müsst ihr, ich halte die mal irgendwie so, dass das besser sehen könnt, ich bleibe, glaube ich, ein bisschen so. Wenn ihr überprüfen wollt, ob alles richtig eingestellt wurde, einfach hergehen. Den Pitch-Hebel bewegen. Steigt oder fällt die Taumelscheibe? Dabei ist allerdings zu beachten, es gibt Sonderfälle wie die Valkera-Hubschrauber, einige Valkera-Hubschrauber. Da ist es so, wenn ich Pitch gebe, geht die und zum Aufsteigen geht die Taumelscheibe nicht nach oben, sondern nach unten. Da müsst ihr mal drauf achten, was in der Anleitung von eurem Hubschrauber steht. Aber grundsätzlich könnt ihr das erkennen. Wenn ihr die Rotorblätter montiert habt und die Drehrichtung berücksichtigt, dann müssen die sich, ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Video sehen kann. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Wenn ich die Taumelscheibe nach oben bewege und diese Drehrichtung halt so ist, wie ich das jetzt hier bei meinem Modell mache, drauf gesehen im Uhrzeigersinn, dann müssen sich die Blätter entsprechend nach oben bewegen mit der Nase, damit sie einen Auftrieb erzeugen können. Dann wäre auch die Taumelscheibenlaufrichtung grundsätzlich richtig. Bei den meisten Hubschraubern, Modellhubschraubern, RC-Hubschraubern, muss die Taumelscheibe im Ganzen sich nach oben bewegen, was ja auch meine Taumelscheibe jetzt hier macht. Ich kann da mal ein bisschen reinzoomen. Sie bewegt sich nach oben. So ist das richtig. So steigt der Hubschrauber auf. Das ist die Drehrichtung. Das heißt, die Luft würde nach unten gedrückt, von oben nach unten gedrückt. So, das ist das Erste, was ihr überprüfen könnt. Wenn das richtig rumläuft, ist das Nächste die Taumelscheibe. Dafür zoome ich mal wieder ein bisschen heraus. So, bei der Taumelscheibe ist es so, Nick ist bei mir in diesem Fall im Mode 2, der rechte Stick nach vorne, muss sich die Taumelscheibe
nach vorne neigen. Stick nach hinten, muss ich die Taumelscheibe nach hinten neigen. Zoom kurz rein. Taumelscheibe nach vorne. Nix Stick nach vorne, Taumelscheibe neigt sich nach vorne. Nix Stick nach hinten, Taumelscheibe neigt sich nach hinten. Das ist ganz einfach. Dadurch, dass er nach vorne kippt, werden die Rotorblätter entsprechend so angesteuert, dass der gesamte Hubschrauber nach vorne sich bewegt. Kippt sie nach hinten, bewegt sich der Hubschrauber auch nach hinten. Und so verhält es sich auch mit der Seitenansicht. Dafür stellen wir den Hubschrauber jetzt einfach mal um. So. Nur aufpassen, dass er nicht vom Tisch fällt. So. Wo haben wir die Kamera? Okay. So. Zurück zu unserer Taumelscheibe. Unserem Stick. Gehen wir nochmal raus. Bewege ich jetzt den Stick zur Seite, muss die Taumelscheibe entsprechend zur Seite sich bewegen. Also ich mache es mal so rum. Der Stick bewegt sich nach rechts. Ich versuche es mal so. Der Stick bewegt sich nach rechts, muss die Taumelscheibe auch nach rechts kippen. Bewege ich den Stick nach links, muss die Taumelscheibe nach links kippen. Und das ist, glaube ich, ganz gut zu erkennen. Ich bewege den Stick nach links, dann kippt die Taumelscheibe nach links. Bewege ich den Stick nach rechts, kippt die Taumelscheibe nach rechts. Das ist natürlich dadurch, dass ihr von vorne guckt, seitenverkehrt. Ich drehe den mal um, damit ihr die Ansicht habt von hinten. Sonst ist das ein bisschen irreführend für euch. So, hier ist er im Bild. So, hier haben wir die Taumelscheibe nochmal. Nochmal rausgezoomt. Stick, wo ist er? Stick nach rechts gedrückt. Achtet auf die Taumelscheibe, sie kippt nach rechts. Stick nach links gedrückt, die Taumelscheibe kippt nach links. Ganz wichtig. Rechts, Taumelscheibe kippt nach rechts. Links, Taumelscheibe kippt nach links. So kommen wir zum Heck. Beim Heck verhält es sich so, dass durch die Rotation ein Schub im Heck entsteht. Das heißt, wenn ich den Stick nach rechts bewege, möchte ich ja, dass die Nase vom Hubschrauber nach rechts zeigt. Also muss das Heck sich nach links wegdrehen. Um das zu erreichen, muss man sich einfach vor Augen führen, wie rum die Rotationsrichtung des Heckmotors oder des Heckpropellers ist. Ihr seht hier dieser Querschnitt. Und wenn ich, ihr habt gesehen, wenn ich den drehe, er bewegt sich so herum. Und wenn ich den jetzt nach rechts drücke, würde das bedeuten, er würde nach dahin wegpusten. Er versucht im Prinzip nach rechts gedrückt in der Rotationsachse sozusagen das Heck nach hierhin durch die Anordnung der Propeller jetzt ganz einfach nach hierhin wegzudrücken. So, bewege ich ihn nach links, muss er nach links gehen. Es gibt so eine sogenannte Eselsbrücke, die ganz einfach darin funktioniert, indem man den Propeller einfach ein wenig, den Heckpropeller einfach einklappt und dann hat man wie ein Zeiger. Bewege ich nach rechts, muss er nach rechts zeigen. Bewege ich den Stick nach links, muss dieser Propeller nach links zeigen. So, damit kann ich relativ easy überprüfen, ob die Einstellung von meinem Heckrotor in diesem Fall richtig sind. Bewege ich den Stick nach rechts, muss der Propeller nach rechts zeigen. Bewege ich nach links, muss die Spitze vom Propeller, vom eingeklappten Propeller nach links zeigen. Dann, so kann man das relativ easy überprüfen. Und somit ist die grundsätzliche Steuerung von diesem Hubschrauber überprüft. Das heißt, das, was ihr manuell von Hand macht, ist somit überprüft und auf Richtigkeit ja letztendlich getestet worden. Der nächste Schritt wäre jetzt, wo wir beim Heck schon mal sind, wenn ich den Hubschrauber jetzt überprüfen möchte, ob das Fly-by-List-System richtig arbeitet, muss ich einfach äußerlich auf meinen Hubschrauber einwirken. Bewegt er sich nach rechts, nach links, versucht die Steuereinheit, den Propeller,
entsprechend zu korrigieren. Ich versuche das mal im Heating Lock Modus. Ich bewege den Hubschrauber, damit geht das nicht so gut. Besser ist es im stabilisierten Modus, den Heating Lock Modus, da kann man es am besten sehen, glaube ich. Ich bewege den Hubschrauber mal hier rüber und ihr seht jetzt, dass der Propeller nach links geht. Das heißt, im Rotationsfall, ich versuche das noch mal ein bisschen besser darzustellen. Versuchen wir das noch mal so. Vielleicht kann man es dann besser sehen. Ich bewege nach links und der Propeller klappt nach links ein. Das bedeutet, bei unter Berücksichtigung der Rotation, er würde ein Gegensog erzeugen. Er würde versuchen, mit der Rotation oder letztendlich, ich rutsche aus dem Bild, mit der Rotation eine Gegenbewegung zu erzeugen. Ich versuche das nochmal irgendwie euch anders darzustellen. Vielleicht geht das besser, wenn ich das nochmal so mache. Okay, nur aufpassen, dass er mir nicht vom Tisch fällt. Ich bewege nach links, er klappt nach links ein. Bewegt nach rechts, der Propeller bewegt sich nach rechts außen. Er bewegt sich, er zeigt immer in die Richtung, in dem Fall, wo das Fly-by-List-System oder das Heck hin bewegt wird. Also wenn er das habt, ich bewege den nach links, muss der Zeiger vom Propeller nach links gehen. Er muss immer in die Richtung zeigen, in dem ihr den Hubschrauber bewegt. Wenn das der Fall ist, arbeitet euer Fly-by-List-System richtig. So, man muss sich das einfach so vorstellen, er geht nach links weg. Da muss das System ja eine Gegenpustebewegung für das Heck verursachen, damit der wieder gerade kommt. Geht er zu weit nach da, muss eine Gegenbewegung durch das Pusten nach da weg in diese Richtung erzeugt werden. Und das kann man sich am einfachsten wirklich darstellen. Propeller nehmen, einklappen, dann hat man sozusagen wie so einen Zeiger. Und bewege ich ihn nach links, muss dieser Propeller auch sich nach links bewegen. Bewege ich ihn nach rechts, muss dieser sich nach rechts bewegen. Ist das der Fall, habt ihr alles richtig gemacht. So, liebe RC-Freunde, kommen wir nun zur Taumelscheibe. Hierbei verhält es sich eigentlich genauso, ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild, damit der helle Hintergrund zu sehen ist, wie mit dem Heckrotor. Neige ich den Hubschrauber nach vorne, muss die Taumelscheibe sich erstmal nach hinten neigen und dann korrigieren. Ich zoome mal hinein, dass man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. So, ein bisschen viel. So, neige ich den Hubschrauber nach vorne, seht ihr, wie die Taumelscheibe eine Korrekturbewegung macht. Ich neige nach vorne und sie geht erst nach hinten. Achtet mal bitte drauf. Seht ihr das? Und dann setzt sie ganz langsam nach. Das ist nicht viel, was sie sich bewegt, aber ausreichend, um hier eine Korrektur durchzuführen. Und dann setzt sie nach. Genauso verhält sie sich auch bei der Seitenansicht. Wenn ich den Hubschrauber jetzt zur Seite kippe, also ich rolle ihn, dann bewegt sie sich gegen und korrigiert und läuft dann etwas nach. Das heißt, sie muss sich immer beim Kippen gegen das Kippen stemmen, kurzfristig. Und dann ist es zumindest bei meinem Microbeast so, dann läuft sie nach einer Zeit nach. Ich kippe und dann sieht man, sie läuft dann wieder nach. Ich kippe in eine andere Richtung, sie kippt gegen und dann läuft sie wieder zurück. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass diese Funktion richtig ausgeführt wird von der Taumelscheibe. Ist das nicht der Fall, bitte nicht starten. So, nächste Sache. Bei meinem Microbeast habe ich eine Funktion dabei, die nennt sich Rettungsfunktion. Wenn ich diese Rettungsfunktion ausübe, lege ich einen Schalter rum und das Microbeast oder Microbeast, ja, vielmehr rettet dann den Versuch, den Hubschrauber zu retten, indem ein gewisser positiver Pitch gegeben wird und jegliche Kippbewegung wird auch automatisch korrigiert und in diesem Fall sogar etwas stärker, wie wir es gerade gesehen haben. Deswegen zeige ich das jetzt meinem Rettungsmod. Ich rette den Hubschrauber jetzt. Ihr habt gesehen, die Taumelscheibe ist nach oben gesprungen und wenn ich jetzt kippe, ist deutlich, dass es Korrigieren besser zu erkennen. Ich zoome nochmal rein. Da ist unsere Taumelscheibe. Und wenn ich jetzt kippe, ach, ich kippe schon wieder raus. So, dann seht ihr schon, dass die automatisch ganz stark korrigiert wird. Und wenn ich das jetzt, der Tisch ist ein bisschen am Ende, seht ihr, ich kippe den Hubschrauber nach hinten und die Taumelscheibe kippt jetzt nach vorne. Kippe ich nach vorne, geht die Taumelscheibe nach hinten.
Also es stemmt sich immer gegen Gesetz, gegen der Kipprichtung oder anders ausgedrückt, die Ebene von der Taumelscheibe bleibt zum Boden immer parallel. Ist egal, wie sich der Hubschrauber bewegt. Drehe ich jetzt mal um nach vorne und dann könnt ihr das da auch nochmal sehen. Kippen zur Seite und ihr seht, wie die Taumelscheibe sich gegen das Kippen stemmt oder vielmehr die Ebene von dieser Taumelscheibe immer gerade bleibt. Und das ist ganz wichtig, sonst würde die Korrektur wirklich verkehrt rumlaufen. Ihr seht, stemmt sich immer dagegen. Die bleibt immer hier, immer schön gerade, obwohl der Hubschrauber schräg steht. Stell ihn gerade, ist sie auch wieder gerade. Ganz wichtig. Diese Sache müsst ihr unbedingt überprüfen und auch überprüfen, in welcher Richtung die Taumelscheibe korrigiert. Ihr seht, ich nehme sie jetzt nochmal runter. Ich will jetzt nicht so im Bild stehen. So. Für mich ist Pitch nach oben. Bedeutet aufsteigen. So, ich gehe jetzt in unterste Pitch-Stellung und wenn ich jetzt die Taumelscheibe, die Rettungsfunktion aktiviere, muss er positiv Pitch geben, damit der Hubschrauber zumindest die Höhe hält und er macht das auch. Da müsst ihr ganz, ganz wichtig drauf achten. Läuft die Taumelscheibe nach unten, habt ihr was in eurer Einstellung verkehrt gemacht. Zumindest bei meinem Microbeast ist das dann der Fall. Aber auch bei allen anderen Fly-by-Less-System ist die Problematik die gleiche. Wenn Steigen so ist, dann muss das die Rettungsfunktion natürlich auch im Falle eines Falles nach oben gehen und nicht entgegengesetzt, sonst würde sich das Teil in den Boden rammen. Also auch darauf ist zu achten. So, liebe RC-Freunde, ich bin am Videoende angelangt und ich möchte euch nochmal ganz kurz ein paar Grunddinge ans Herz legen. Nehmt euren Hubschrauber, wenn ihr das Fly-by-Less-System und alles programmiert habt, nehmt ihn in der Hand, setzt ihn unter Strom, am besten ohne Rotorblätter und kippt den Hubschrauber. Die Taumelscheibe muss sich immer entgegen eurer Kippbewegung bewegen, ob es beim Roll oder beim Nick ist. Völlig egal, die Taumelscheibe muss sich immer entgegen der Kippbewegung bewegen. Habt ihr ein Rettungssystem in euren Hubschrauber verbaut, in eurem Fly-by-Less-System, muss grundsätzlich das Rettungssystem dafür sorgen, dass ihr immer einen positiven Pitch habt, sonst würde das Ding ja vom Himmel fallen. Also muss sich, wie in diesem Fall, wie bei mir, die Taumelscheibe nach oben bewegen, um einen positiven Pitch zu haben. Wenn ihr den Hubschrauber im Rettungsmode kippt, dann muss die Taumelscheibe, egal wie ihr kippt, immer parallel auch zum Boden bleiben. Gerade im Rettungsmode ist dieser Effekt deutlicher zu erkennen als im Normalmode. So, da müsst ihr darauf achten. Ist das alles gegeben? Habt ihr alles richtig gemacht? Dann könnt ihr auf den Platz gehen und euren ersten Flugversuch starten. So, ich bin am Videoende angelangt und möchte euch wie immer darauf hinweisen, wenn ihr dieses Video gut gefunden habt, dann bitte Daumen hoch und schreibt mir was dazu. Des Weiteren bitte ich euch, abonniert mich, denn dann verpasst ihr mit Sicherheit das nächste Video nicht. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, hier oberhalb von diesem Videofenster, ich muss mal schauen, da gibt es einen Button, der heißt Unterstützt mich durch Amazon. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr bei Amazon, könnt dort einkaufen. Amazon gibt mir einfach dafür, dass ihr diesen Link benutzt habt, ein paar Cent von dem Gewinn ab und damit unterstützt er mich, ohne einen Cent locker zu machen. Des Weiteren gibt es diesen Link nochmal unterhalb von diesem Videofenster. So, das war's von meiner Seite zum Thema richtig einstellendes Fly-by-Less-System, unabhängig vom Hersteller. Ich verbleibe mit meinem Gruß, allzeit guten Flug und eine noch bessere Landung wünsche ich euch und verweise euch trotzdem noch auf meine Homepage, weil dort gibt es auch noch Zusatzinfo und eventuell können wir auch miteinander in meinem Forum über dieses Teil, über dieses Problem und andere Probleme diskutieren. Macht's gut und tschüss, euer Borgi-Flieger, bis zum nächsten Mal.